Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das ist gerade ein bisschen Déjà-vu hier, denn ich mache ja genau ein Jahr jetzt YouTube und genau vor einem Jahr stand ich auch hier und habe einen Vlog eingeleitet. Ja, und das mache ich heute auch. Ich stehe gerade noch zu Hause. Ich werde euch heute aber wieder mit in den Stall mitnehmen, denn heute wird ein langer, langer Ausritt, sozusagen schon ein Wanderritt mit Snoopy stattfinden durch unser Gelände und ich bin ziemlich aufgeregt. Wir werden auch zu neuen Orten reiten, die ich noch nicht kenne und Snoopy auch noch nicht kennt. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich filmen soll. Meine Helmkamera, die ist leider außer Gefecht. Die habe ich auch nicht mehr rechtzeitig geschafft aufzuladen, weil das ein ganz spontanes Video jetzt hier ist. Und ja, ich werde trotzdem eine Möglichkeit finden zu filmen und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ja, und wir sehen uns dann gleich im Stall wieder. So, ich bin im Stall angekommen. Hinter mir steht schon die Snoopy und ihr Kumpel. Und genau, wir werden jetzt einmal die beiden noch ein bisschen futtern lassen. Ich habe auch gleich die Wiese aufgemacht, die gehen da bestimmt gleich drauf. Und dann werde ich gleich auch noch Heunetze stopfen. Ja, und dann geht's los. Ein wichtiger Punkt beim Hornetzestopfen sind natürlich, dass man Netze dafür braucht. Hier sind gerade keine. Ich suche sie jetzt mal. So, hinter mir sind jetzt die Heunetze am Start und ich werde jetzt einmal kurz fertig machen. Und ich versuche das jetzt mal mit diesem Klatschen. 3, 2, 1. Fertig! Ja, Mama hat doch hinten schon den Skipper geholt. Yay! Geht's los! Geht's los! Offen gestanden, wieder ein bisschen beeilen, denn wir sind viel zu spät mal wieder dran. Wir haben jetzt noch genau 5 Minuten und dann geht's los, dann sind wir verabredet. Wirklich alles sehr, sehr gut. Also sie hat das wirklich gut gemeistert. Dann kamen noch Autos und Kühe und wir sind über eine Straße geritten. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht und ich bin gut mit ihr klargekommen. Also sie hat das wirklich gut gemeistert. Dann später sind noch ein paar kleine Fails passiert, aber dazu gleich mehr.
passiert, sind auch auf diesem Ausritt einige Fails nicht ausgeblieben. Zum Beispiel musste ich einmal absteigen auf einem Bergabstück, weil sie total nach vorne gedrängelt hat und ja, in diesem engen Weg traben wollte, was natürlich gar nicht geht. Dann beißt sie einfach in meine Hand rein, einfach weil sie gestresst ist, keine Ahnung. Das waren dann aber auch schon die einzigen Fails, also im Großen und Ganzen war es gut. Unserem Ausritt zurückgekommen. Ich sehe leicht fertig aus. Es war ein sehr failhafter Ausritt. Es sind einige Fails passiert, aber im Großen und Ganzen war es echt schön und eine interessante Erfahrung. Aufnahmen konnte ich auf jeden Fall gut machen. Die Maus kriegt jetzt noch ein bisschen Futter. Habe ich jetzt dazu entschieden, ihr nochmal die Beine abzuspritzen und ja, ein bisschen ihre Wunden auszuwaschen. So, die kleine Maus hat ihre Arbeit für heute getan. Ich finde, aus dieser Perspektive sieht sie immer so aus wie so ein Araber. Dabei hat sie gar keine runde Schnauze. Naja. Jedenfalls ist sie fertig für heute. Wir sind fertig für heute. Wir haben ja vorhin auch schon alles erledigt. Der Kumpel hat gerade schon wieder gewiehert und ich bringe sie jetzt zurück auf die Koppel. So, und jetzt haben wir uns wieder ans Fressen begeben. Das war's jetzt mit dem Vlog für heute. Vlog meine ich nicht Vlog. Vlog. Es fängt gerade wieder an zu nieseln. Wir werden jetzt auch gleich fahren. Die Snoopy steht wieder auf dem Paddock. Das war ein sehr schöner Tag heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!